Ich habe in den letzten Jahren schon What's in my bag Videos gemacht für die 10. Klasse, für die 11. Klasse, für die Oberstufe, fürs Abitur generell, für die Sommerferien. Und was die ganze Zeit noch fehlt, ist ein What's in my bag Video für die Uni. Heute zeige ich euch also mal meine Unitasche, was ich alles so mitnehme und hoffe, euch vielleicht ein bisschen inspirieren zu können. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so drin habt und was mir vielleicht fehlt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Fangen wir erstmal an mit meinem Rucksack generell. Ich trage, by the way, keine Tasche mehr. Habe ich zwar in der Schule gemacht, aber ich habe jetzt so viel zu tragen, dass ich den Rucksack wirklich viel angenehmer finde. Gerade auch, weil mein Uni-Weg eben sehr viel länger als mein Schulweg ist. Und noch dazu, in vielen Bibliotheken ist es so, dass man nur mit durchsichtigen Taschen und Rucksäcken reingehen darf. Und sind die Regeln auch etwas strenger, sodass ich wirklich nur mit durchsichtigen Sachen reingehen darf. Und deswegen ist mein Uni-Rucksack auch generell ein durchsichtiger Rucksack. Denn das Ding ist, ich finde es ein bisschen nervig. Es machen zwar einige so, aber ich persönlich finde es umständlich, eine normale Tasche mitzunehmen und eine durchsichtige. Und dann die normale Tasche in der Zeit in den Schließfach zu schließen und dann in die Bibliothek nur die durchsichtige Tasche mitzunehmen. Das finde ich aber irgendwie umständlich, deswegen nehme ich einfach generell immer den durchsichtigen Rucksack mit. So sieht der hier aus. Das ist auch irgendwie jetzt kein besonderer, das ist einfach so ein ganz normaler, die findet ihr, glaube ich, überall, wenn ihr eingebt, durchsichtiger Rucksack. Die Marke, von der ich das habe, heißt Pro Case und es ist ganz cool, dass ich habe hier einfach so ein großes Fach, dann hier vorher nochmal so ein kleines Fach und hier kann man eben gegebenenfalls auch noch Stifte und alles andere irgendwie einsortieren. Hier ist noch so ein kleines Fach und hier eben für die Flasche. Genau, ich habe jetzt logischerweise den ganzen Inhalt mal rausgeholt, dass ihr das so sehen könnt. Und ich zeige euch jetzt, was da normalerweise an einem gewöhnlichen Unitag von mir drin ist. Als allererstes brauche ich natürlich Geräte, mit denen ich mitschreiben kann. Ich mache das in der Uni nicht mehr handschriftlich, sondern auf meinem MacBook. Oder gegebenenfalls auch noch auf meinem iPad. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, was für ein Modul ich habe, was für ein Fach ich habe und wie ich da am liebsten mitschreibe. Normalerweise nehme ich aber wirklich mein MacBook mit. Falls ihr euch fragt, was besser ist, also ein Laptop oder ein Tablet. Ich habe dazu schon mal ein Video gedreht und auch vor einigen Wochen einen TikTok hochgeladen, in dem ich so ein bisschen die Unterschiede erklärt habe und Vor- und Nachteile miteinander abgewogen habe. Eben weil ich Jura studiere, habe ich natürlich auch immer meine Gesetze dabei. Beispielsweise hier ein Grundgesetz oder eben das BGB. Und normalerweise nehme ich auch diese Klebezettel mit. Falls ich irgendeinen neuen Paragraphen lerne, den ich dann kennzeichnen muss, habe ich diese Klebezettel auch eigentlich nahezu immer dabei. Ich versuche, so wenig wie möglich mitzunehmen, weil die eben so unglaublich schwer sind, aber gewöhnlicherweise habe ich schon immer mindestens ein Gesetz dabei. Und was ganz nice ist, dieses Fach hier vorne ist perfekt für das Gesetz, deswegen packe ich das, was ich mitnehme, das Gesetzbuch auch immer hier vorne rein. Und wisst ihr, wenn ich dann in der Bahn sitze, dann wissen alle direkt, dass ich eine Jurastudentin bin, wenn ich so auftauche. Dann nehme ich eine Federtasche mit, aber jetzt fragt ihr euch vielleicht, Lara, warum, wenn du nicht mal einen Block dabei hast und nicht handschriftlich mitschreibst? Die Antwort ist, hier drin sind tatsächlich gar keine Stifte, sondern meine Karteikarten. Diese Federtasche hat nämlich zwei Öffnungen und in der einen Öffnung sind Karteikarten drin, die ich noch nicht durchgegangen bin. Und wenn ich diese Karteikarten gelernt habe, packe ich sie eben in das andere Fach. Das heißt, ich habe so ein Karteikartensystem to go. Also ich öffne das mal, um es euch zu demonstrieren. Ich habe hier halt viele Karteikarten drin. Das sind jetzt die, die ich noch durchgehen muss. Und wenn ich die eben geschafft habe und gelernt habe, packe ich sie hier hinten in das andere Fach rein und weiß dann, was ich noch lernen muss und welche Karteikarten ich bereits gelernt habe. Des Weiteren habe ich eigentlich auch immer, wie ihr hier sehen könnt, leere Karteikarten dabei, weil ich dann in der Bibliothek oder wenn ich in der Vorlesung in der AG bin, einfach direkt mitschreiben kann, wenn ich was Neues gelernt habe und das nicht erst zu Hause hinzufügen muss. Also meine Karteikartenbox to go ist auch immer mit dabei in meiner Unitasche. Dann für das Getränkefach natürlich immer ein Getränk. Ich nehme meistens einfach nur Wasser mit, ganz normal, in einer großen Flasche. Und aktuell im Sommer brauche ich auch meinen Ventilator. Dann habe ich auch immer eine Haarspange dabei und meine Haare sind irgendwie immer hochgesteckt, weil die mich sonst beim Lernen einfach viel zu sehr nervt. Selbstverständlich habe ich auch einige Basics dabei, wie mein Autoschlüssel, mein Portemonnaie und meine Kopfhörer. Irgendwas zu essen auch, das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Normalerweise ein bisschen mehr, außer ich plane irgendwie sowieso in die Mensa zu gehen. Und was ich dann auch dabei habe, ist diese Tasche, die übrigens witzigerweise auch durchsichtig ist, mit verschiedenen kleinen Sachen, die ich immer brauche. Ich hole die ganzen jetzt mal raus. Also allererstes habe ich ein bisschen Desinfektionsmittel dabei. Das kann man immer gebrauchen, wenn man irgendwie was essen möchte, aber davor super viel angefasst hat. Dann habe ich immer eine Powerbank dabei. Ich habe zwar auch mein Ladekabel gewöhnlich dabei, aber ich finde es irgendwie gut, so eine Absicherung zu haben, falls mein Akku doch nochmal in der Bahn irgendwie leer geht, aber ich mein Handy gerade wirklich dringend brauche. Dann habe ich auch immer ein Schloss dabei. Das ist vor allem für die Schließfächer vor der Bibliothek.
ihr wisst, ich gehe eigentlich immer mit meiner durchsichtigen Tasche da rein, deswegen brauche ich das gewöhnlicherweise nicht. Aber tatsächlich vergessen meine Freunde oft ein Schloss und habe ich das immer dabei, dass ich das denen ausleihen kann. Dann habe ich irgendwie so Bodyspray, Parfum dabei. Ich habe Schmerztabletten dabei, man weiß nie, wann man das braucht. Nochmal so Desinfektionstücher, Reinigungstücher für die Hand. Und nochmal, ja, witzig. Und ich sehe gerade, dass ich sogar noch einen Eyeliner dabei habe, wobei ich sagen muss, dass ich den noch nie irgendwie benutzt habe in der Uni. Aber ja, dann, wie gerade schon gesagt, habe ich auch immer mein Ladekabel mit dabei, weil ich einige Tage sehr lange in der Uni bin und wenn ich dann von 8 bis 16 Uhr unterwegs bin, hält weder mein Laptop noch mein iPad noch mein Handy den ganzen Tag durch, sodass ich dann, wenn ich in der Bibliothek sitze und wieder Steckdosen haben, ich meine Geräte dort anstecken kann und bestens vorbereitet bin für die Lernsessions. Ihr seht also, es gibt einige Sachen, die man in der Uni mitnehmen sollte oder mitnehmen kann, für die es in der Schule nicht so viel Gebrauch gibt, wie gerade die Schlösser für die Schließfächer, den durchsichtigen Rucksack oder eben logischerweise bei mir auch die Gesetze. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich vielleicht noch vergessen habe, was ganz sinnvoll ist mitzunehmen. Und falls ihr noch Fragen habt, zum Beispiel woher bestimmte Produkte sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann schicke ich euch sehr gerne die Links dazu. Also vielen Dank fürs Zugucken und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann!